Bad Spies, und da regt mich schon der deutsche Titel auf. Im Original heißt das Ding nämlich The Spy Who Dumped Me, und das trifft die Handlung eigentlich ganz gut. Da es aber Mila Kunis in der Hauptrolle ist und man wohl versucht, die Leute, die Bad Moms gesehen haben, irgendwie jetzt ins Kino zu lotsen, ach, das ist dieselbe und bestimmt ein ähnlicher Film, nennt man die Nummer jetzt hier Bad Spies. Dabei hat es mit Bad Moms eben außer der Hauptdarstellerin rein gar nichts zu tun. Mila Kunis spielt Mila Kunis, das sage ich so, weil ihre Figur Audrey eine so völlig nichtige Gestalt ist, die in keinster Weise ausgeformt ist, sondern einfach nur dazu da ist, um von Mila Kunis gespielt zu werden. Sie spielt eben eine nichtige Gestalt, die von ihrem Freund verlassen wird. Dann erfährt sie, dass ihr Freund in Wahrheit ein Geheimagent ist und auf einer Mission, und sie muss ihm helfen, zur Hand gehen und dazu einen USB-Stick mit brisanten Daten nach Wien transportieren. Dabei wird sie aber begleitet von ihrer besten Freundin Morgan, einer überaus cholerischen Figur, die von Kate McKinnon gespielt wird. Und auch hier ist es so, Kate McKinnon spielt Kate McKinnon. Ich mag die Frau eigentlich, die hat in einigen Filmen sehr viel Spaß gemacht mit als schräge Nebenfigur, aber hier ist das Ganze wirklich nur so konzipiert. Sie ist da, sie ist albern, sie ist doof, sie ist übersteigert, sie ist blöd, und das wird dem Zuschauer ja bestimmt reichen. Mein eigentliches Problem mit diesem Film liegt aber in einem Detail, auf das wahrscheinlich die meisten gar nicht so sehr achten, aber mich stört es. Es hat schon eine ganze Reihe von Filmen gegeben, wo normale Leute in die Agentenwelt gezogen werden. In den meisten Fällen sind diese Geschichten Komödien. Kann man sich jetzt so etwa ein Jahr zurückbesinnen, da gab es die Jones, aber es gab auch noch einige andere Kandidaten. Aber es gibt auch die ernste Variante, das ist zum Beispiel der erste Bourne-Film, wo Franka Potente ja eine normale Person spielt, die dann in Matt Damons Agentenwelt verstrickt wird. Nur, es geht für mich um den Gewaltfaktor und die Balance zwischen Spaß und Ernst. Im vorliegenden Fall haben wir einen Gaga-Humor, der jetzt nicht gezielt immer wieder unter die Gürtellinie geht, aber trotzdem sehr infantil ist, sehr albern, sehr übersteigert, eigentlich in Ordnung. Und auf der anderen Seite werden da Action-Szenen daneben gestellt, in denen die Leute reihenweise sterben und stellenweise mit einer Brutalität, die an John Wick erinnert. Es ist an sich unfassbar, dass in einem Film, der sich so als laue Komödie verkauft, solche Gewaltexzesse mit drin sind. Die Leute um mich herum im Kino haben gelacht. Und es scheint ja auch manche zu geben, die daran Spaß haben, aber mich selber hat das so grundlegend abgestoßen. Und der absolute Tiefpunkt, der kam nach etwa einem knappen Drittel, und da war der Film für mich gelaufen. Das ist jetzt kein wirklich schlimmer Spoiler, wenn ich das erzähle. Die beiden fahren in einem Taxi mit, wo ein bekiffter Fahrer alles tut, um ihnen zu helfen. Der wird dann ultra brutal erschossen und zerlegt. Und als Mila Kunis über die Leiche krabbelt, macht sie noch einen abwertenden Spruch. Also ab dem Moment war mir sie egal, war mir der Film egal, war mir ihre Figur egal. Ansonsten würde ich so sagen, handwerklich ist das Ding okay, stellt jetzt keine Action-Standards dar, insbesondere wenn noch im Nachbarkino Mission Impossible 6 läuft. Es ist im Rahmen der Umstände okay. Wenn man die Figuren mag, ich meine, Figuren hat man nicht, aber wenn man die Darsteller mag, kann man so gesehen auch mitunter zufrieden sein. Wie gesagt, ich sehe Kate McKinnon eigentlich gern, ich mag Mila Kunis, habe jetzt nichts Besonderes für oder gegen sie, aber in der hier gezeigten Form fand ich sie unsympathisch, affektiert. Es gibt eine Szene, wo jemand sich Kate McKinnon zur Seite nimmt und sagt, hör mal, du bist echt penetrant. Und das war auch wirklich mein Empfinden des Films. Bei mir ist es jetzt ganz subjektiv belegt, dass mir die Sympathie eben wegen der hohen Gewalt und der dagegen stehenden Komik komplett entgangen ist. Und deswegen komme ich aber dem Film letztlich nur auf 2 von 5 Punkten. Ich habe, wie gesagt, Gelächter um mich herum gehört, habe auch bei ein paar Szenen gegrinst, aber da muss ich wirklich sagen, schön, dass das Wort Bad im Titel ist. Das besagt eigentlich schon einiges. Wie seht ihr das? Habt ihr den Trailer gesehen? Mochtet ihr ihn? Und mochtet ihr Mila Kunis und Kate McKinnon in ihren vorherigen Filmen? Und habt ihr Erwartungen an diesen? Das und was auch immer euch einfällt, haut es rein in die Kommentare unter dieses Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo. Und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann. Ciao.